viele Monate inaktiv sein, damit ich mitspielen kann. Also ich glaube, wenn ich jetzt ein Jahr inaktiv wäre, dürfte ich immer noch nicht mitspielen. Ich glaube, sobald man ein bestimmtes Level erreicht hat, ich glaube, Perfect Shadow dürfte nicht mitspielen, obwohl er nicht gewinnen würde. Absoluter Klassiker, dieses Face-Off-Ding zwischen den beiden. Stimmt, die haben früher richtig oft gespielt, ne? Ja, ja. Und es ist auch immer knapp, ne? Nee, also es war früher nie knapp. Nee, hat Marius immer gewonnen? Ja, aber okay. Opus hat definitiv Level Up. Ja, voll. Und jetzt wird es interessant zu sehen. Ich habe mit Opus die letzten Monate öfter mal gespielt und wir hatten einmal so ein richtiges Game 3 Last Hit Set. Wow, Opus, was passiert? Er hat vorhin links geschlagen. Wen hat er? Zillit. Ja, ja. Mit Younglik. Ja. Und dann hat er gedreist. Er hat gegen dich knapp gespielt. Gegen mich? Ja, vor einem Monat oder so. Er ist auch noch ziemlich lit. Und vor allem halt auch nicht mit Pummel, sondern mit Younglik. Du kannst sagen, du bist halt nicht geisterregt. Ja, geistergestört bin ich. Geistergestört. Ein Geisterfahrer. Ja, aber ich krieg ja nie Victor. Irgendwie, seitdem ich das letzte Mal gegen Victor gewonnen habe ich ihn nie wieder gekriegt. Ja, letztes Mal hast du gegen Victor Das kann ich mir nicht vorstellen. Das hört sich nicht nach mir an. Ich freue mich, wenn ich Victor kriege, weil ich könnte ansonsten halt Konsti kriegen oder so, weißt du? Dann lieber Victor. Schön. Also Victor und Stevo sind die ich will für Quarters oder Semis immer. Oh, was? Das ist verrückt. Marius, Marius hat das Getriebe geölt. Deine LED ist fangen zu gehen. Das ist okay, ist okay, er kann punishen. Lull. Ja, er kann nicht so wirklich punishen. Guck dir die Scheiße an. Und. Oh! Jetzt drei, oh, okay, ich hab nichts gehört! Der Mann ist Geisterfahrer. Oh, oh, oh! Ist er tot? Nee. Er hat den Punish ein bisschen versaut. Er hat zwei Laser schießen müssen und dann. Er hat den Swag-Jump gemacht, das stimmt. Und dafür wird er jetzt gerestet wahrscheinlich. Ja. Vielleicht hätte er noch taunten sollen, um das, das Schicksal zu besiegeln. Marius, oh! Mit den Zehenspitzen abgezaubert. Das ist der größte Unterschied gerade. Hey, das ist eigentlich der interessanteste Pool, den ich mal gehabt habe. Oh shit. Ja, ich habe auch gesagt, das ist der Killer-Pool. Da war vorher, glaube ich, auch Dario drin oder so. Ja, ja, ist auch. Das war der, ne? Das war krank. Bisschen anders siedelte Leute, glaube ich, alles. Ja. Ah! Schön. Tschüss, und das ist der Rest. Nein, und der ist es nicht. Und das waren die drei Laser, die er braucht, ganz genau. Oje, exakt. Oje. Wow. Mario, präzise wie eine Maschine. Mario. Verrückt. Marius. 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 Ich lache nicht. Noch nicht, er lacht erst, wenn das Set vorbei ist. Ich bin ein Roboter. Oh, Pause wird angeschaltet. Was? Wird nochmal gehandwarmert. Nein, was will er mit Set handwarmen? Nein, ich möchte natürlich, wenn du möchtest, dass Pause aus ist. Pause aus. Der Seite bessere Regel. Der Seite. Aber lass das von Konsti regeln. Was denn? Rufus möchte Pause anhaben. Warum? Ich würde sagen, bei Default ist Pause aus, wenn Mario würde ich auch sagen, nicht will, ja. dann würde auch sagen, Default ist Pause aus. Ja. Mario, sorry. Wenn Mario das nicht will. Der Mario-Roboter. Hey, er wollte ich lass mir meinen Rage Quit nicht nehmen hier. Wenn ihr mich nicht beim Kopf wollt, gehe ich dann kann ich tatsächlich nachvollziehen. Bux Alex ist schon passiert, oder? Weiß ich nicht. Manchmal ist es einfach wichtig, 2 Sekunden länger auf. Alex spielt auf jeden Fall gerade. Alex spielt gerade. Scheiße, Mann. Und Bux spielt auch gerade. Also können wir nicht fragen. Ja, Video und Alex muss eigentlich auch als nächstes passieren, aber niemand hat ihm Bescheid gesagt. Tschüss. Wie weit ist euer Pool? Oh, Mario begibt sich in ein gefährliches Gehege. So, sollen wir mal kommentieren oder was, Leute? Oder sollen wir ein bisschen quatschen einfach? Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Das Wetter ist schön. Ich habe das Gefühl, dass Opus gewinnen will. Nee, er wollte ja extra Rage Quitten anmachen. Yeah. Also der sieht mir jetzt auch nicht so aus, als wäre er übermotiviert, obwohl er den Pool gewinnen könnte. Ja, ich meine, er ist halt, weißt du, er muss ein bisschen showen, dass er halt Level Up hat. Ja, ja, er hat den First Seed halt besiegt schon, ne? Ich finde es halt relativ schade, dass es so aussieht, als hätte er keinen Bock. Ja. Aber vielleicht fängt er sich ja noch. Aber Opus ist auch ein kleiner Rager, also, ne? Wenn er aus der Zone nicht mehr, wenn er aus dieser Zone nicht rauskommt, dann wird es natürlich jetzt scheiße für ihn aussehen. Aber auf der Stage hast du mehr Chancen als auf anderen, dein Footing wieder zu finden. Auch diese ganze Frage, ob Pause an sein muss. Ja, ja. Was machst du, wenn du gewobbelt bist? Musst du auch rubbeln. Ja, musst du auch Controller rubbeln. Aber Opus spielt jetzt ein bisschen defensiver. Ich finde das ganz gut, dass er defensiver spielt gerade, weil ihm das ein bisschen mehr Zeit gibt, nachzudenken, zu gucken, was er machen will, weißt du? Ey, ich hätte ohne Scheiß gedacht, dass Marius richtig Warstadt ist. Ne? Aber ist er nie.
Wie lange hat er das gemacht? Hast du ihn öffnet? Ich hab. Jetzt. Ah ja. Marius spielt halt trotzdem so alleine, ne? Also, spielt er denn? Ja, der übt halt. Warum übt man, wenn man nicht auf Turniere geht? Obwohl die Frage. Oh, was war das für ein Rap-Release? Das sah super merkwürdig aus. Das sah aus wie so ein kleiner. Ich glaube, halt instant gemashed. Ja, ja, es sah aus wie ein kleiner Teleport so. Ja. Tja, Marius kann schon ein kranker Mann sein. Und wirklich gesund sieht das hier nicht aus, das kann ich dir sagen. Ah, oh, du hast eine Backhair. Bin ich eigentlich der Einzige, der hier Bier trinkt? Nein. Da. Ah, oh, das soll schmecken. Mhm. Oh, nee, noch mehr. Ey, was geht? Young Saathoff im Gebäude. Oh. Oh, sehr schön. Victor Flashbacks. Oh, ja, Victor Mann. Flashbacks, let's Tschüss. Go. Es geht komplett zur Sache. Ja, wenn Ofis jetzt ein bisschen geduldiger bleibt, dann guckt das halt aus seinen Openings was machen. Da war der Pound-Versuch. Aber der Pound wäre auch nicht gut gewesen bei 100%. Ich habe auch das Gefühl, dass Ofis so, also im Vergleich zu Victor, ich kann ihn ja immer nur mit Victor vergleichen, so, er hat nicht so viele Setups, weißt du? Victor hat halt Setups. Victor benutzt sie aber nicht. Ja, ja, das ist auch wahr. Aber wenn der, aber weißt du, wenn du ihn resten siehst, dann... Oh! Wow! Halt. Das war äußerst merkwürdig, aber das ist halt Death, ja. Oh, wow. Aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, ja. Er hat einen linksüberfälligen Stock einfach eingetauscht gegen einen sehr frischen. Oh! Ich würde da an seiner Stelle, musst du da erscheinen oder kannst du nicht Drill Grab machen? Boah, du kannst Drill Grab. Weil Ofis wird ja nicht raussmashed nach dem Drill. Also das erwarte ich jetzt nicht von ihm, weißt du? Aber Shine ist auch richtig gut. Okay. Weil Top-to-Tech Chasen ist sehr leicht. Okay. Ja, stimmt, die Rolle ist sehr langsam. Ja, ich weiß, dass Parsi das schon sehr früh gemacht hat. Ich bin gegen Uwe jetzt. Ja, tatsächlich glaube ich sogar, dass Parsi der Erste ist, den ich das hab machen sehen. Kann sein. Oh, oh wow, schön Leben. Abgefangen, Alter. Ja, ja, klar. Okay. Was geht ab? Oh, hat Uwe gewonnen das jetzt? Willst du den Nee. Oh mein Gott, das muss nicht sein. Oh, das ist noch nicht erlebt. Das ist für mich ein wenig leichter. Aber ich bin hier, glaube ich, näher dran. Sie sind sehr just für Friends. Oh! Oh, 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 das war's! Game 3! Oh mein Gott! Das war gut. Das sind so diese Situationen. Warum gehst du dann zurück? Er hat sich aufgegeben bis zum Schluss und hat dann diese eine Situation, die er braucht, um nicht so fertig zu tappen. Hat auch immer wieder Rest probiert, zwei bekommen. FD. Und jetzt geht mir die ganze Distanz. Warum ist gerade direkt einen hervorragenden Rest einfach? Das hat er auf Dreamland auch gemacht. Vielleicht irgendein Read, den wir nicht verstehen, der auf Ofis Level stattfindet. Oh, da hätte er Jeffrey's Adresse für den Schaden. Aber 0% gibt es doch nicht. Ja, aber du hast ihn auch. Es sendet eine Message. Was du noch bis er zurückkommt und dich zu tun. Ich denke, Ofis hatte auf jeden Fall die Idee. Und dann irgendwann ist er halt so, keine Ahnung. Am Ende ist es jetzt schön mit den Zehenspitzen ganz vorne abgefangen. Marius Spacing einfach. Oh, schon wieder. Was? Hat Ofis vielleicht einen Hotfire, Rapid Fire Button auf seinem Kopf, der Raum Input gemappt hat? Ja, genau. Ah, das ist viel besser. Ich hab mich sehr gut. Ich hab zwei. Ja, wir sind dritter oder vierter weg. Oh! Wow, stumpfes Krumm. Und ab geht die Scheiße, ey. Marius schön zwei Stocks vorne, aber das kann sich gegen Kuhl natürlich relativ schnell wieder in richtig Staub verwandeln. Nein! Weil die Scheiße ist. Vor allem auch Let's Days for Foxes Recovery hat auch. Ein Spiel, das ist, weil es keine Plattform gibt, wo er den recovern kann. Dann hat sehr linear recovern. Oh, das ist ein cooler Schein. Ich habe die ganze Zeit. Aber wenn die Voraussetzung für Marius hier einfach Achterbahn fahren mit dem jungen Mann. Ich dachte immer, der spielt Falken. Oh shit, und das ist der dritte Stock in Folge. Marius unter 100% gleich noch zu allem. Kein schlechter Start in dieses dritte Game mit diesem Best of Three. Und jetzt wünscht sich Ofis seinen Rage Quit. Okay, das ist der erste Stock von dreien, die Ofis ziehen muss, aber die nächsten werden sehr viel schwieriger.
Marius lässt sich auf gutes Spiel ein, aber Unzi hat nicht was davon. Hab ich gesehen, ist das so lustig. Invincibility von Rez. Oh, und das ist der zweite. Aber das kann er auch nicht schießen. Laser. Okay, er hat natürlich das war jetzt kein safer Kill, aber... Tja, und da ist das 2-1 für Marius. Alex! Komm mal her! Nice.